Schön, dass ihr gekommen seid, schön, dass ihr euch Zeit nehmt für ein wichtiges Thema. Ein Lied, das man eben offensichtlich nicht gerade sieht, was dahinter steckt. Und wir, die ja vieles schon informiert sind und erfahren haben und unterschiedlich unterwegs, auch aktivismusmässig, haben schon viele Erfahrungen gemacht. Es ist ein Workshop, das heisst, es ist ein bisschen eine Mischung, einerseits ein bisschen Theorie, Grundlagen, das, was ich von meiner Seite her einbringen kann. Workshop heisst aber auch, dass man so ein bisschen Übungen einbauen könnte. Und Workshop heisst für mich auch, dass natürlich ihr euch auch einbringen könnt. Gut, ich schaue mal mit euch den Programmablauf an, die erste Seite. Ich bin Robert Rauschmeier. Ich habe noch ein V dazwischen für Victory, Vielfalt und Vegan. Und ich bin seit fast 6 Jahren vegan. Ich habe seit 3 Jahren auch Pets-Aktivismus betrieben. Mit Demonstrationen, mit Stickern, mit Flyern, auch Pelzträgerinnen und Pelzträger ansprechen. Also es sind verschiedene Formen von Aktivismus. Oder auch Run-In, zum Beispiel Pelzläden reingehen und dort aufmerksam machen. So, solche Sachen, so wirklich sehr breit abgesteckt. Wie bin ich zum Pelz gekommen? Das ist über den Veganismus gekommen. Veganismus ist ein unglaublich breites Feld und dann wird man zwingend auch mit dem Pelz quasi konfrontiert. Gut. Plädoyer. Also, es steht noch eine kleine lebensverändernde Geschichte. Vielleicht ist sie, also für mich ist es etwas lebensverändernd im Sinn, weil es zeigt, wie eine ganze Gesellschaft sich verändern kann. Es hat jetzt nicht mit dem Tierrecht zu tun in dem Sinn, aber es hat mit Menschenrecht zu tun, es hat mit Kinderrecht zu tun. Und zwar ist das ein Beispiel, das ich auf der politisch-gesellschaftlichen Ebene erzähle. Nachher möchte ich aber auch eine persönliche Geschichte noch dazu sagen. Das hat mit meiner Geschichte, wie ich zum Aktivismus und wie ich mich entwickelt habe im Aktivismus zu tun. Und zwar 1979 hat Schweden ein Gesetz verabschiedet, wo ausdrücklich im Gesetzestext steht, Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Und das haben sie so im Gesetzestext, das war ein Zivilgesetz, sie haben es nicht ins Strafgesetz hineinnehmen, weil sie nicht wollen Eltern kriminalisieren. Sondern es ist darum gegangen, zu sagen, liebe Eltern, liebe Erwachsene, die Erziehungswissenschaft zeigt, dass Ohrfeigen, dass jegliche Form von Gewalt schädigend ist, dass es andere Formen von, wie man mit Kindern umgehen kann, gibt, eben eine gewaltfreie Form. Und das hat die Politik, hat das so konnte. Und das haben sie so gemacht, sie haben eine Kampagne gestartet, in den 70er Jahren, weil sie haben eine Erhebung gemacht in der Bevölkerung. Sie haben gefragt, wie stehen die zu Ohrfeigen zum Beispiel. Und dann hat über 90% der schwedischen Bevölkerung damals gesagt, Ohrfeigen sind in Ordnung. Das ist okay, wenn man mal, oder einen Klaps gibt und so. Da hat man gemerkt, oh, da ist noch viel Bewusstseinswandel nötig in unserer Gesellschaft. Wir müssen da etwas machen. Und damals schon ist Schweden recht links in der Politik und hat sehr so Ideen vertreten, dass man Kinder eben gewaltfrei aufwachsen lassen und so. Und dann haben sie so Kampagnen gestartet, wie wir sie auch kennen, mit Plakaten und so. Und dann haben sie aber etwas noch Geniales gemacht. Die haben Folgendes gemacht, die haben, das ist jetzt nicht sehr vegan, auf Milchpackungen unter anderem haben sie auch geschrieben, Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung oder Ohrfeigen sind schädigend. Also sie haben auf Essensverpackungen haben sie auch Botschaften gedruckt. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was passiert ist. Das alles ist ja auch auf dem Esstisch gelandet, in den Familien. Und wie erwartet haben, dort in der Familie hat man angefangen zu diskutieren. Also stellt euch vor, man würde Pelz so Informationen auch abdrucken in Verpackungen, wenn es viel weiter würde, jetzt beziehe mich auf das Pelz, oder? Man würde so Informationen unter anderem auch so, dass wirklich jede Familie erreicht wird. Praktisch jeder Mensch wird erreicht. Wenn wir so eine Politik hätten in unserer Gesellschaft, die sich bewusst ist, wir könnten Einzelne erreichen, indem wir so Kanäle nutzen, nicht nur öffentlich, sondern auch noch bis in die Haushalte. Und das haben die Schweden gemacht mit dem gewaltfreien, also mit dem Gesetz für Kinder für ein gewaltfreies Ziel. Und die Eltern haben angefangen zu reden und die Bevölkerung hat angefangen zu reden. Es hat eine Debatte stattgefunden und nach ein paar Jahren hat man wieder Umfragen gemacht und siehe da, jetzt hat sich das Verhältnis gekehrt. Es sind nur noch etwa 3-4% der Schweden sind überzeugt gewesen, dass Ohrfeigen und ähnliche Massnahmen gut sind in der Erziehung. Also die Mehrheit der Schweden war nicht mehr der Meinung,
dass das in Ordnung ist. Und das hat innerhalb von wenigen Jahren ist das passiert. Und das ist eine Form von Kampagne, man nennt das Bewusstseinswandel durch Recht. Also wenn ein Gesetzestext verabschiedet wird und wenn man das auch veröffentlicht, das ist also nicht ein Love in the Book, also wo nur im Buch landet und dann weiss praktisch niemand davon, nur Fachleute. Aber das muss ja eine ganze Gesellschaft wissen. Und so müsste es auch sein mit Tierrecht als Beispiel. Oder? Dass wir, wie schaffen wir das? Und das wäre vielleicht eine Antwort. Und auch vielleicht für dich, oder? Der Einzelne können wir natürlich viel besser erreichen, indem wir Kanäle nutzen, wo möglichst alle verwünschen würden. Und immer noch dort hast du natürlich eine Minderheit, die halt noch nicht hört. Und das, mit dem musst du natürlich leben. Aber eine Mehrheit hast du immerhin schon mal in der Tasche. Das ist, finde ich, so etwas Lebensveränderndes, wo eine ganze Gesellschaft kann Wandel vollbringen kann. Und zwar durch Information und Aufklärung. Mein persönlicher Aktivismus ist so, ich habe ja über das Flyern angefangen. Das ist ja, du sprichst den Einzelnen an. So öffentliche Knotenpunkte. Vegan Aktiv Zürich zum Beispiel oder Animal Rights Switzerland. Die machen zum Beispiel so Flyer-Kampagnen. Und das sind ja positive Kampagnen, Informations- und Aufklärungskampagnen. Das ist eine Seite vom Aktivismus und finde ich auch eine wichtige Seite, nach wie vor. Ich würde die nicht missen wollen. Und das ist auch wenn sie vielleicht nicht so effizient wirkt, wir wissen auch nicht, nie so recht, wie kommt es mit dem Einzelnen an. Wir wissen nicht, wenn die Person heimgeht, was denkt sie weiter. Darf aber uns jetzt da in dem Moment auch nicht so in Frage, also dass wir das so sehr in Frage, im Zentrum stellen, das Frage, sondern dass wir wissen, es gibt mehrere Möglichkeiten. Und ich habe eben so angefangen, ich habe auch Schlachthausmann machen, bin ich dabei gewesen, Demonstrationen. Und eben der Strassenaktivismus, der Einzelaktivismus, wo ich auch gemerkt habe, ich habe irgendwie Lust, auch die Leute doch persönlich anzusprechen. Habe ich übrigens auch nicht immer, also das kenne ich gut, was jetzt Angelina vorher gesagt hat, dass man manchmal emotional einfach nicht mag. Und dann ist das auch ein gutes Recht, zu sagen, ich mache jetzt einfach da Pause. Und mache dann wieder, wenn es dann wieder geht. Also das finde ich noch wichtig, das ist auch der Salutogenese, den ich nachher noch erzähle, etwas Wichtiges. Eben ich persönlich, ich versuche so gut es geht, Leute anzusprechen. Ich habe gerade das aktuelle Beispiel. Ich nehme ja auch immer Sticker und Flyer mit, wenn ich unterwegs bin. Ich habe auch wieder angefangen, fleissig Sticker heute. Ich habe schon ein paar Pads tragen können im Keim, weil ich gewusst habe, erstens, ich habe nicht so viel Zeit, zweitens, die tue ich jetzt nur stickern, ganz klar, da mache ich jetzt kein Gespräch machen. Das ist eine bewusste Entscheidung, die ich mache. Und dann bin ich habe noch einen Bleistift gepostet, jeden Tag. Und bin ich in Migros, City schnell die holen. Und dann hat es die Anzeigetafeln, wo man so die schriftlichen Anzeigen kann ja einregen für, wenn man etwas, einen Kurs anbietet zum Beispiel. Und, so. Und ich habe dann so 3 so Pelzflyer verteilt, deponiert, also reingeschoben. Dann ist eine ältere Frau neben mir gestanden, hat geschaut und hat dann schon gesagt, oha, ja, sie hat einen Nerzmantel daheim. Und sie getraut sich den nicht mehr anlegen. Weil eben, sie kennt auch die Zeiten von früher, wo man die Pelzmäntel ja mit der Farbe beschossen hat. Und eben, man wird ja dann angegriffen und so. Aber sie wissen nicht, was machen mit dem Nerzmantel. Ihr tut es leid, den auch einfach wegzurühren. Oder? Und ich habe dann mit ihr bin ich so im Gespräch gewesen, und habe gesagt, ja, ich muss Ihnen sagen, also sie hat dann gemeint, ja, es wäre eigentlich schon noch gut, wenn man den halt anlegt und fertig anlegt. Und ich habe ihr halt ganz klar gesagt, wissen Sie, Sie machen einfach Werbung für die Tierquälerei, wenn Sie das weiter anlegen. Dann bleibt nichts anderes übrig, als das zu entsorgen. Das ist meine klare Haltung. Also ihr mögt andere Meinungen haben, so, das ist in Ordnung. Ich könnte nur sagen, das ist meine persönliche Meinung und die vertrete ich. Und wenn ich Pelzträgerinnen und Pelzträger anspreche, tue ich das auch knallhart sagen so. Dass ich finde, ich mache Werbung für die Quelle und dass das nicht mehr geht. Wir haben Alternativen, sie haben genug Kleider daheim, sie müssen das nicht anlegen. Sie haben andere, ich habe auch meine Jacke, die ich zeige, und ich sage, schauen Sie, das ist Hanf, aus Hanf. Und inwendig ist recyceltes Plastik vom Meer. Also wir haben Möglichkeiten heutzutage noch und noch. Dann ist sie mit der Inuit gekommen, ja, wegen der Inuit und so. Und ich habe gesagt, wissen Sie, es geht mir mal darum, da, bei uns. Ich habe mich nicht in eine Diskussion, jetzt, was könnte man machen, wenn man würde Inuit auch pelzfrei machen, das könnte man auch, oder? Und dann hat sie gesagt, aber die anderen, wenn sie die Leute, die in den Pelzfarmen arbeiten, wegen Geld, wegen Verdienen, dann hat sie die Wirtschaft noch angesprochen, dann hat sie gesagt, ja, aber sie, wir hätten so viele andere Arbeit, wir könnten doch die Leute anstellen für mehr Säubern zum Beispiel. Ich habe eine super Idee von Peter übrigens, der hat gesagt, wir könnten doch die Leute anstellen für mehr Säubern, warum nicht? Also Politik
wir hätten so viele gute Arbeiten, und ich denke, die Richtung müsste man ja gehen. Also wir hätten genug Argumente, um zu sagen, das ist nicht nötig. Die Art von Industrie dürfte man nicht mehr unterstützen und sollte auch nicht mehr laufen. Also, und sie war natürlich grundsätzlich schon einverstanden gewesen, die ältere Frau. Sie hat alles, was sie gesagt hat, völlig, sie hat gefunden, mal und so, und sie hat sich gute Gedanken gemacht. Aber sie dauert einfach, den Märzmantel wegzurühren. Und so bin ich einfach dazu gekommen, zum Aktivismus, um nochmal wegen dem Plädoyer zurückzukommen. Als ich gemerkt habe, als ich die Leute angefangen habe, so in Gespräche zu verwickeln, und es hat gute Gespräche gehabt, und es hat schlechtere Gespräche gehabt. Ich bin auch schon mal geschlagen worden von einer Frau, zum Beispiel. Das hat es auch schon gegeben. Die hat nicht hören. Also so Sachen, eben, man muss dann immer ein bisschen schauen, persönlich, oder wie weit kann man gehen. Und ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass sie mich schlägt. Also das ist einmal vorgekommen. Weil ich sie gestickert habe übrigens, und sie hat es dann gemerkt. Also, dann ist sie auf mich los. Ich habe gemerkt, dass ich neben dem Sticker auch die Leute auch ansprechen. Und so bin ich eigentlich auch noch auf das gekommen. Ich kann Ihnen noch erzählen, gewaltfreie Kommunikation habe ich Kurs besucht. Ich habe dialektische Gesprächsführung habe ich Kurs besucht. Und sokratische Gesprächsführung nicht, aber ich habe vieles gelesen darüber. Und Spieltheorie habe ich auch keinen Kurs besucht, aber ich weiss ein bisschen etwas. Also das sind alles Sachen, die ich gemerkt habe, ich versuche auch Elemente daraus herauszunehmen und situativ anzuwenden, wo es passt. Wie man das dann machen könnte, das tun wir heute noch ein bisschen üben und anschauen. Und ich habe dann einfach gemerkt, wie mir das selber Selbstwirksamkeit gibt. Wenn ich merke, ich kann jederzeit jemanden ansprechen, wenn ich Lust habe, wenn ich Zeit habe, dann kann ich einfach auch ausprobieren. Also es war für mich auch ein Experiment gewesen, um zu schauen, wie kommt das an. Und ich habe auch nicht so lange, gar noch nicht so überdacht. Natürlich wünsche ich mir Erfolg. Oder? Ich würde mir wünschen, dass der andere sofort sagt, ah ja klar, hey, ist ja wirklich doof, was ich mache. Aber mit dem müssen wir natürlich, das können wir nicht. Aber ich hoffe, dass man wieder einen Samen setzt. Und dann kommt vielleicht jemand anderes oder etwas anderes, ein Plakat, vielleicht ein Flyer. Und dann kommt nochmal so ein Input. Und vielleicht gibt es dann da eine Bewegung. Und das ist so mein pädagogischer Optimismus, den ich habe, dass wir grundsätzlich lernfähig sind. Es braucht beim einen und beim anderen vielleicht ein bisschen länger. Und es gibt sicher auch Leute, die nicht so lernfähig sind, wie man es wünscht. Aber die Mehrheit der Leute, denke ich, können wir ansprechen. Und einfach, indem wir ein bisschen beharrlich sind. Es ist nicht meine Erwartung, dass ihr jetzt alle auf die Straße und ansprechen und so. Man muss auch einen Weg finden. Und ich bin auch immer wieder ein bisschen am Suchen, natürlich. Also in dem Sinne mein Plädoyer ist, dass ich sage, auch um auf Fragen von anderen zu kommen, das hast du zum Beispiel gesagt, dass man mehr sollte die Industrie ansprechen, das auch auf jeden Fall. Also wir wollen auch zum Beispiel Running machen, da hat auch noch jemand eine Frage gestellt, Tanner glaube ich. Also ich habe im Sinn auch Run-ins machen in so Pilzgeschäft und dann auch klare Forderungen stellen, also wenn man einen Brief abgibt für die Geschäftsleitung und so. Das bin ich gerade am Organisieren zum Beispiel. Ich finde politisch eben, wie es Angelina macht, dass man auf der politischen Ebene aktiv ist, dass man einfach auf vielseitige Art. Also ich habe ja das bei der Workshop-Beschreibung habe ich das notiert, das eine tun und das andere nicht lassen. Und jeder einfach einen Weg suchen, wie viel Aktivismus verträgt es bei mir, wie viel kann ich machen. Und das wäre jetzt gerade die Einleitung zum nächsten Thema, nämlich Salutogenese. Das ist etwas sehr Wichtiges, Gesundheit im Aktivismus. Und auf der nächsten Seite, schaut mal, da habe ich so ein Dreieck. Das ist ein Modell, das hat ein Sozialmediziner aufgestellt, das ist Aaron Antonowski. Der Antonowski spricht von einem Kohärenzgefühl. Das ist eigentlich ein Gefühl, ein Zusammenhaltsgefühl. Und ich finde noch spannend, die Salutogenese ist ja eigentlich so quasi der Gegenpol zur Pathogenese. Die Pathogenese ist eine Krankheitsentwicklung, wie ein Mensch oder ein Lebewesen oder eine Pflanze, wenn er eine Krankheit hat, sich entwickelt so zu einer Krankheit hin. Und der Aaron Antonowski hat einmal anders gefragt, wie bleibt ein Mensch gesund oder ein Lebewesen? Er hat einfach anders gefragt, er hat nicht mehr gefragt, wie wird jemand krank oder warum wird jemand krank? Sondern er hat einmal diese Frage gestellt und das ist dann wie ein Paradigmenwechsel. Er hat gefragt, wie wird ein Mensch gesund oder was hält ihn gesund?
Und dann hat er über Interviews, über Beobachtungen, hat er so ein Modell entwickelt. Und er hat die drei Aspekte reingebracht, nämlich Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit. Die drei Elemente hat er herausgeschafft, wo er gesehen hat, wenn das ein Mensch hat, dann ist er eigentlich recht gesund. Was heisst das jetzt so ganz allgemein? Sinnhaftigkeit. Er hat gemerkt, ein Lebewesen, das Sinn hat im Leben, wenn du dir Sinn kannst geben, ist das etwas, was sehr gesundheitsfördernd ist. Wenn du keinen Sinn siehst in deinem Leben, dann ist das eigentlich recht gefährlich und kann dazu führen, dass du krank wirst. Darum scheint mir das wichtig zu sein, dass man einen Sinn sieht. Oder wie es Antonowski sagt, Handhabbarkeit. Wenn du das Gefühl hast, ich kann etwas bewirken, also ich habe Selbstwirksamkeit, ich kann etwas bewegen, dann ist das sehr gesundheitsfördernd. Wenn du aber das Gefühl hast, du bist ohnmächtig, du kannst nicht so viel machen und du wirst überwältigt, das kann ja bis zu Traumatisierungen kommen, dann ist das natürlich Gefahr zur Pathogenese, also dass du dich krank entwickelst. Und der letzte Aspekt, Verstehbarkeit, ist, Antonowski hat auch gemerkt, Menschen, er hat natürlich jetzt Menschen angeschaut, ich sehe natürlich immer auch noch die anderen Lebewesen, aber jetzt bezogen wir uns auf uns. Verstehbarkeit meint, du hast so ein grundlegendes Verständnis über, wie die Welt funktioniert, wie Zusammenhänge sind, wie etwas ist. Und darum kannst du auch dann vielleicht eher selbstwirksam sein, darum kannst du auch eher einen Sinn sehen. Also diese drei Aspekte, die natürlich miteinander auch interagieren, oder? Die sind nicht, man kann sie nicht losgelöst anschauen eigentlich, sondern er hat sie natürlich ein bisschen abtrennen. Ein Modell ist ja etwas sehr Vereinfachendes. Aber diese drei Sachen, wenn du diese drei Sachen gut entwickelt hast, dann hast du ein Gefühl von Zusammenhalt, von Kohärenz. Und das ist jetzt auf unseren Aktivismus bezogen, verstehe ich das jetzt so. Also das habe ich jetzt für mich formuliert. Vielleicht findet ihr eine andere Formulierung. Ich habe gefunden, es gibt mir einen Sinn im Leben, für dir einzustehen. Es gibt mir einen Sinn, zu sagen, hey, dir haben doch auch recht. Wo ich plötzlich gemerkt habe, die ganzen ethischen Sachen, also ich habe Bücher gelesen über Tierethik zum Beispiel, ich habe so Lesungen, wo Animal Rights Smart Switzerland zum Beispiel angeboten hat, oder Tier im Recht, bin ich gelesen. Ich habe auf YouTube Philosophen angehört. Und dann habe ich immer Stück für Stück immer mehr verstanden. Also dann sind wir auch wieder mit dieser Verstehbarkeit. Und habe plötzlich gemerkt, das gibt mir einen Sinn irgendwie, für andere auch einzustehen, wo einfach Pech haben, dass sie jetzt diese Spezies sind und die haben auch Pech, dass wir Menschen sie ausbeuten. Während andere Spezies eine Menge Glück haben, dass man sie so verwöhnt und, und. Manchmal fast schon bis zu, also ganz schlimm, oder? Wo man sie vermenschlicht und auch da natürlich eigentlich mehr Tierquälerei betreiben als alles andere, indem man sie zum Beispiel züchtet, enorm züchtet, oder so Hund, wenn ich an Hunde denke, wo, also das ist eine Katastrophe, wo dann fast nicht mehr schnaufen können und. Das sind alles so Punkte, die ich immer mehr verstanden habe. Und jetzt setze ich mich mit Fisch auseinander sehr stark. Da gibt es enorm viel aktuelles Wissen. Und das ist so faszinierend. Und das, wenn man das für sich immer mehr gewöhnt, dann gibt es also eine Verstehbarkeit. Und für mich ist dann die Sinnhaftigkeit zu sehen, mal, hey, das ist nicht richtig, dass wir heute noch Fisch essen. Und. Oder Meerestiere. Ich sage jetzt extra nicht Meeresfrüchte. Dass wir einfach noch andere, die wir nicht mühen. Und Handhabbarkeit heisst, jetzt habe ich das, dass ich Sinn habe und etwas verstehe immer mehr, kann ich auch besser handeln. Kann ich vielleicht auch besser argumentieren. Auch wenn es der andere vielleicht nicht gerade aufnehmen kann oder nicht gut hören kann dazu. Aber ich fühle mich dann so einfach mehr im Recht. Und ich habe das Gefühl, das Recht müssen wir mehr verkörpern, indem man es auch anspricht und ausspricht. Kennt ihr den Film Suffragetten? Der Spielfilm. Also es geht um die englische Frauenstimmrechtbewegung. Und wenn ihr die Gelegenheit habt, schaut doch den mal an, wer es noch nicht kennt. Es ist eindrücklich, was die Frauen gemacht haben. Die haben ja 40, 50 Jahre mit dem Parlament, mit Politikern, so haben die geredet. Sie haben geredet und geredet und geredet und geredet. Die Männer haben nicht gehört. Sie haben die ganze Zeit nicht gehört. Dann haben die Frauen gesagt, okay, Taten statt Worte. Dann haben sie gesagt, es ist fertig mit Reden. Jetzt müssen wir handeln. Und zwar, es ist zum Teil recht abgegangen, oder? Die haben auch Feister reingeschlagen.
Also die Pankhurst, das ist die Führerin gewesen, sozusagen. Sie hat einfach die Bewegung quasi ein bisschen angeführt. Und die Pankhurst, die hat gesagt, die hat so ein Speech in dem Film, hörst du die Rede, wo sie sagt, wer Scheiben einschlagen kann, soll Scheiben anschlagen. Wer das machen kann, soll das machen. Wer das machen kann, soll das machen. Die hat so deutlich geredet. Was haben sie gemacht? Sie haben den Staat an ihrer wundersten Stelle getüpft, nämlich den Nachrichtendienst. Sie haben den Nachrichtendienst angegriffen, sie haben Leitungen gehabt und so weiter. Und das ist natürlich, das gibt einen enormen Druck für den Staat. Und wo das so weit gekommen ist, wo sie gemerkt haben, das ist die wundeste Stelle, dann haben sie kapituliert. Und dann sind die Frauenstimmrechte, haben sie in England Einzug gehalten. Also es ist jetzt nicht das Plädoyer für zu sagen, ich soll die Scheiben einschlagen, aber es ist einfach zum Überlegen, okay, die haben verschiedene Wege gesucht und sie haben gemerkt, sie haben so genug von dieser Unterdrückung und sie haben gemerkt, sie können es mit Reden nicht lösen. Und dort ist natürlich manchmal auch ein bisschen gefährlich, oder? Dass man, wie gehen wir mit unserer Emotionalität und wie gehen wir mit unserer berechtigten Wut um? Was ich plädiere sehr, dass wir versuchen, einen konstruktiven Weg zu finden. Mein Weg ist jetzt im Moment der, dass ich sage, hey, ich nehme mir jetzt vor, die Person anzusprechen. Die Kraft der Gemeinschaft scheint mir auch noch sehr wichtig zu sein. Oder? Also zum Beispiel alles, was ich gelernt habe, habe ich nicht alleine gelernt. Ich habe ja immer auch Vorbilder gehabt. Über YouTube zum Beispiel, ein Philosoph, wo der Gedanken hat, das ist ja nicht alleine entstanden, sondern also nicht durch mich selber entstanden. Schon auch vielleicht von einer Voraussetzung her, dass ich auch ein Vorwissen hatte, weil ich das auch aufnehmen konnte. Aber es sind ja noch andere Einflüsse und das scheint mir auch noch wichtig zu sein, dass man offen ist grundsätzlich und versucht einen Weg zu finden, weil das stimmt, was der Davis sagt. Das kann natürlich wirklich in eine Lähmung, man kann in eine Lähmung hineingehen. Und da ist wichtig, ich meine, ich habe zum Beispiel auch schon Therapie besucht, weil ich gefunden habe, ich kann das nicht alleine bewältigen, jetzt die Lebensphase. Ich gehe jetzt zu einem Fachmann oder zu einer Fachfrau. Oder? Ich gehe zum Beispiel, ich bin Pädagoge, ich habe Supervision, ich habe Intervision, ich tue Sachen mit anderen besprechen. Das machen zum Beispiel Ärzte auch, die haben ihre zum Beispiel Ballintgruppen. Also du bist, und ich meine, das habe ich erlebt, als ich da operiert wurde, weil am Hals hatte ich Zysten gehabt. Und ich war im Unispital. Und wie viele Ärzte um mich herum waren, die haben sich untereinander ja austauscht und voneinander gelernt. Also das scheint mir noch ein wichtiger Punkt, dass man soll nicht alleine versuchen in dem Sinn. Natürlich bist du beim Straßenaktivismus, ich meine, ich bin dann alleine, wenn ich Leute anspreche. Aber ich weiss, im Hintergrund habe ich Leute, die mich unterstützen, die finden, hey, das ist toll, was du machst, das finde ich super. Oder eben Leute, die eine Theorie bringen für mich, Fachleute, Philosophen und wo ich gestärkt kann rausgehen und sagen, okay, ich kann auch im Gespräch sein mit jemandem, wie die Frau mit dem Nerzmantel als Beispiel. Sie ist jetzt nicht extrem in dem Sinn, sie hat vieles können aufnehmen, was sie gesagt hat. Sie ist absolut überzeugt, aber sie hat eben das Dilemma gehabt mit dem Wegrühren, oder? Also mit dem Entsorgen. Also das eine ist immer wieder Sinnhaftigkeit suchen. Also das ist immer gut. Also ich finde Antonowski eben noch gut als Erklärung, dass man immer wieder Sinn findet und sucht natürlich, Sachen versucht zu verstehen, besser zu verstehen. Gerade auch in der Argumentation, im Aktivismus ist noch wichtig. Und aber auch natürlich umgekehrt, dass man weiss, wenn ich Sinn verliere, dass mir das nicht gut tut, dann schaue ich nochmal, okay, vielleicht nochmal über die Bücher gehen. So wie eine Standortbestimmung in Arte, so eine Klausur für sich. Das habe ich auch schon gemacht, dass ich vielleicht gesagt habe, 2-3 Monate mache ich Klausurenart, tue gewisse Sachen zurückfahren und mache gewisse Sachen weniger und tue nochmal über Bücher überlegen. Genau, ja. Mein Erfolgserlebnis ist, dass ich überhaupt jemanden angesprochen habe, zum Beispiel. Ich habe noch nicht, die Erwartung, dass der andere jetzt, sondern ich nehme mir etwas vor und das ist mein Erfolgserlebnis, zum Beispiel. Da kann ich nachher noch etwas kurz noch dazu sagen. Ja. Aber dass man vielleicht die Schritte ein bisschen zurückschraubt. Ich weiss, wir wollen alle eine pelzfreie Schweiz. Und, oder? Und das will ich ja auch. Aber das ist natürlich, wäre sehr hoch gesteckt. Und das würde uns auch lähmen in dem Sinn. Oder würde uns überfordern. Oder? Dann tue ich da, sage ich, was kann ich, also wo sehe ich meinen Erfolg? So. Oder ich schaue nach dem Gespräch, was ist gut gewesen und was nicht so gut war, schlage ich mal vielleicht weg. Das tut mir jetzt nicht so gut, wenn ich das anschaue, sondern mehr sagen,
Der Punkt war wirklich, wo das muss ich beibehalten. Also es ist so ein wie ein evolutionäres Lernen, wo man dann Strategien weitergeht, wo man merkt, das geht gut und die anderen lässt man weg. Die, die sich nicht bewährt haben, die fallen dann weg. Zum Beispiel, ich meine, eben die Uneinsichtigkeit, oder wirklich so, dass die anderen so festheben an ihren Gewohnheiten und an ihrem Egoismus, das tut mir dann auch nicht gut. Oder? Also ich merke dann auch Mist. Oder? Und dann, was mir hilft, zum Beispiel, wenn ich mit jemandem darüber reden kann, als Beispiel, oder? Wenn ich sage, hey, also das ist jetzt nicht so gut gegangen. Und dann vielleicht jemand, der zuhören kann, das hat mir schon geholfen. Was mir hilft, ein bisschen Musik machen. Was mir hilft, Sport. Also ich mache jetzt viel mehr Sport als auch schon. Ich habe jetzt ein paar Monate nichts mehr gemacht. Dann merke ich, das tut eben schon noch gut. Auch vielleicht ein bisschen andere Sachen machen, dass man wie kann ein bisschen loslassen kann. Das ist zum Beispiel eine Strategie, die ich gemerkt habe, das tut mir gut. Und was auch gut ist, was ich auch lässig finde, ist, dass zum Beispiel jetzt so viele Leute zusammengekommen sind und sich auch, wo man sich zusammen Gedanken macht, hey, was können wir noch weitermachen? Was kann man da verbessern? Oder? Und ja, vielleicht, es ist ein bisschen Desensibilisierung, die dann auch stattgefunden hat bei mir. Im Sinn, das hat mir letztens eine Aktivistin gesagt, wir sind ins Tram vor ein paar Monaten, vor etwa 3 Monaten ist das, glaube ich, wir haben den Film gedreht für die Demo, die dann nachher rausgekommen ist. Wir sind in verschiedene Trams und haben so einen Fake-Hund gehütet. Und ich habe eben Speakouts gemacht, im Tram und aber auch an der Tramhaltestelle, in der Öffentlichkeit und so. Und einmal, in einem Tram war ein ziemlich Reis. Und dann ist der aufgestanden und hat gesagt, du bist so laut. Und der war richtig aggressiv gewesen. Und ich weiss nicht, das ist an mir wie abprallt. Ich habe nur gesagt, ja, damit es alle hören. Das ist einfach reflexhaft, ich habe nicht einmal überlegt. Und nachdem ich raus bin, die Aktivistin hat gesagt, du Robert, prallt das einfach an dir ab. Und dann, ich habe das gar nicht realisiert. Ich habe gedacht, ja steht, das macht mir gar nichts. Aber es ist nicht immer so im Fall. Also ich will nicht sagen, dass ich meine, wer ist aus Holz, oder? Wir haben alle Gefühle und es gibt auch bei mir wunde Punkte, wo man mich antriggern kann. Und das ist ein Punkt, wo man so immer mehr schauen muss, wo wird ich antriggert und wo merke ich, okay, das muss ich vielleicht nochmal anschauen. Wie kann ich das vielleicht bearbeiten? Vielleicht hat das auch mit Sachen zu tun, die unerledigt sind. Und da gibt es auch kein allgemeines Rezept. Also eben, ich muss auch Sachen über Supervision, Intervision, das sind alles wertvolle Sachen. Warum nicht selber mal eine Beratung in Anspruch nehmen? Aber dann ist auch die Frage, mit wem kann man sich beraten? Und da habe ich gedacht, mit Aktivisten ist das eine gute Sache. Weil die verstehen einen eher als... Also zum Beispiel, ich hatte einen Psychiater, der war nicht vegan, er ist zwar grundsätzlich auf meiner Seite war, aber er hat gefunden, also ganz auf Fleisch verzichten und so, findet er jetzt nicht richtig. Oder? Und das wäre jetzt vielleicht die falsche Person, mit ihm mich da, dann muss ich das halt mit jemandem machen, der das Verständnis hat. Und wenn er nicht Joy ist, finde ich auch noch eine gute Bezugsquelle. Wenn er nicht Joy, die Psychologin aus Amerika, die hat auch gute Bücher geschrieben. Und sie hat auch über den Burnout etwas geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Buch, ich habe sie noch nicht gelesen. Dann zum vierten, Mindset und die 3-Sekunden-Regel. Vielleicht zuerst zu der 3-Sekunden-Regel. Die finde ich aber noch gut. Und zwar, hat die jemand schon mal gehört von dieser 3-Sekunden-Regel? Du hast schon mal gehört? Was denkst du? Was? Nur wenn es auf Boden fällt. Ah, okay. Ja, da gibt es auch eine 3-Sekunden-Regel. Ja. Aber ich glaube, die ist ein bisschen, das ist ein Mythos. Das ist, glaube ich, aber vor allem ein Mythos, glaube ich. Dass wenn du Essen von Kaya lässt, ja, innerhalb von 3 Sekunden selbst essen, oder? Also musst du sie darauf aufnehmen. Ja. 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 Es geht ums Ansprechen natürlich. Also wenn du dir etwas vornimmst, eigentlich egal was, aber jetzt natürlich aufs Ansprechen bezogen. Zum Beispiel, wenn ich draußen bin und sage, jetzt jemand im Bus gesehen und der trägt Pelz und ich finde jetzt die Person mit doch ansprechen, dann mach das innerhalb von diesen 3 Sekunden. Weil nachher sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass du es eben nicht mehr machst. Und mach dir keine Gedanken, wie soll ich jetzt als erstes, einfach mal die erste Ding ist, mach dir gar nicht groß Gedanken, wie soll ich jetzt, sondern mach einfach. So. Und
Es entsteht, oder ich wüsste ja eh nicht, wie die Person reagiert. Ob sie gerade positiv reagiert im Sinn von, sie hört zu oder und sagt, das habe ich auch schon erlebt, dass ich jemanden angesprochen habe, den ich nicht mir gedacht habe. Und sagt, ja, sie haben eigentlich recht, aber ich finde es blöd, das jetzt nicht mehr zu tragen. Oder? Also ist eigentlich grundsätzlich einverstanden mit dem gewesen, oder? Aber findet es auch doof, oder? Wie die Frau mit dem Nerzmantel. Und ich sage aber, sie können es abnehmen, dann müssen sie nicht mehr. Und dann sind halt die einen immer noch nicht begeistert, oder, von dem, weil sie halt Geld gezahlt haben dafür und viel investiert. Oder vielleicht auch finden, das ist halt gleich schön. Also ich habe leider nie noch nicht jemanden dazu persönlich können motivieren, vor mir das abzunehmen und mir zu geben, dass ich es entsorge. Aber vielleicht kommt das noch. Aber ich habe schon Leute gehabt, die sich Gedanken machen, die finden, also ich habe zum Beispiel, das habe ich dann können interviewen, sogar die Frau. Das habe ich dann mal ein paar Leute noch geschickt. Und die hat sich vorher wirklich keine Gedanken gemacht und hat durch meine Intervention, durch meine Konfrontation, hat sie sich angefangen, Gedanken zu machen. Also sie hat gesagt, ja, sie überlegt sich, aber sie hat nicht können sagen, ja, doch, ich ziehe es ab. Aber sie hat sogar gesagt, ja, sie wissen, viele in ihrem Umfeld haben auch Pilze und sie überlegt sich, das vielleicht auch anzusprechen sogar. Weil ob sie es gemacht hat, weiß ich jetzt nicht, aber egal, sie ist doch vielleicht ein bisschen Lockerung dann, oder? Und warum die 3 Sekunden? Damit ich nicht zu fest schon denke, das und das könnte passieren. Ja, also, wenn du anfängst zu reflektieren, kommt es echt gut oder nicht, dann machst du es nicht mehr. Okay. Ja. Und in diesen 3 Sekunden tust du noch nicht so viel denken. Ja. Also, du musst versuchen, einfach eigentlich ins Handeln kommen. Dann kommen wir wieder zu Antonowski mit dem Selbstwirksamkeit, Handhabbarkeit. Und mir gibt es ein gutes Gefühl, dass ich sage, ich habe mir ein Ziel gesetzt, und ich mache es jetzt einfach mal. Mhm. Und klar, man kann ja schon auch, muss vielleicht nicht einen schwierigen Ort, also der Bus ist zum Beispiel nicht unbedingt der günstigste Ort, aber ich mache das auch. Aber es ist vielleicht, wenn man am Anfang steht bei so etwas, vielleicht nicht den Bus nehmen, sondern vielleicht auf der Straße. Und vielleicht dort, wo es noch nicht so viele Leute um einen herum hat. Also da, zum Beispiel, ich sage euch ein Beispiel, 3-Sekunden-Regel, ich suche dann eine Challenge, wo ich sage, was könnte die nächste Herausforderung sein? Und dann bin ich, und das ist gerade, hat sich so ergeben, ich bin im Zug Stadelhofen ausgestiegen und dann bin ich so zu der Tramhaltestelle führen und dann sehe ich einen Vater mit seinem Sohn. Der Sohn trägt Canada Goose. Da könnt ihr euch vorstellen, den Sohn und den Vater ansprechen. Und ich habe es gemacht. Und das ist natürlich nicht, das kommt nicht gut aus im Sinn von, natürlich hat das der Vater nicht, findet das nicht essig, das ist klar. Aber ich bin an, ich habe gesagt, so, nein, das machst du jetzt. Ich weiss, dass das nicht, dass der das nicht essig findet, aber ich mache es trotzdem. Dann bin ich zu dem Vater und dann habe ich gesagt, wegen dem und dem und dem. Und dann hat er gesagt, sie dürfen mich nicht belästigen, ich bin Jurist. Dann sage ich, ich belästige sie nicht, ich rede mit ihnen. Also ich versuche es ein bisschen locker. Aber er hat es natürlich nicht so toll gefunden, aber ich habe die so belästigt. Bis sogar, wo sie in den Tram hineingestiegen sind, mit Kleberli und so. Ich habe einfach, weil ich gemerkt habe, okay, die sind aber dann ziehe ich es durch. Und ich weiss, okay, vielleicht ist es völlig, völlig daneben, völlig falsch. Keine Ahnung, aber es ist etwas, wo mir das Gefühl gibt, ich versuche einfach etwas. Es ist so, man weiss aus der Hirnforschung, unser Hirn braucht mehrere Inputs. Einer langt in der Regel nicht. In der Regel. Es gibt schon Leute, die dann vielleicht bei einem schon aufgeklärt sind und alles. Aber wir gehen mal davon aus, dass im Schnitt brauchst du vielleicht sagen wir 10-20 Inputs. Und erst nach 10-20 Inputs fängt das Denken an. Also darum finde ich, ist das so ein bisschen mein pädagogischer Optimismus. Ich bin einer von diesen Inputs. Und ich bin hoffentlich nicht der Letzte. Und vielleicht hoffentlich sogar nicht einmal der Erste gewesen. Das wäre nicht cool, oder? Sogar der Letzte bist, dann ist es natürlich super. Aber einfach so davon ausgehen, du könntest jemand sein, wo einfach nochmal einen Input gibt. Mhm. Und ich mache eben verschiedene, ich probiere einfach verschiedene Sachen aus. Und das ist, ja, das ist einfach das, was ich kann mitgeben kann. Ich kann euch in dem Sinne kein Rezept geben, sondern einfach Ideen. Und wo ihr dann heimgeht, hoffentlich, und auch darüber nachdenkt und ausprobiert und schaut, was passt für mich. Ich finde es super, wenn ihr sagt, nein, Straßenaktivismus ist für mich nichts, aber politisch möchte ich mich mehr reinbringen. Super Weg. Nein, Straßenaktivismus ist für mich nichts, sondern ich tue Flyern.
Ich gehe lieber mit einer Gruppe von Leuten flyern, das ist super. Stickern, das traue ich mir zu. Leute ansprechen habe ich, ist mir zu heikel, ist mir zu gefährlich. Weil es gibt natürlich schon, also da muss man auch immer abwägen. Ich habe mal einen jungen Mann angesprochen, der hat mich jetzt nicht geschlagen wie die Frau, aber der hat mich so böse angeschaut. Ich habe gemeint, der bringt mich jetzt nächstens um. Also wirklich, der hat so einen bösen Blick drauf gehabt. Der kennt den Gruß dreht. Und ich habe wirklich gemeint, oh, jetzt muss ich glaube ich die Schnur halten, sonst wird es nicht gut. Und man muss auch dort ein bisschen schauen, oder? Also, und ich finde es super ist auch, wie man sich so austauschen kann, natürlich. Und Ideen, also man kann ja auch formisch zum Beispiel auf Facebook mal etwas posten und dann schauen, wie sind die Reaktionen. Das ist auch eine Form von Austausch. Also 3-Sekunden-Regel, das ist das gemeint. Also, wenn man sich etwas vornimmt, zum Beispiel, ihr geht aus dem Haus und sagt, ich tue heute 3 Leute ansprechen. Ich versuche heute 3 Leute ansprechen. Wenn es einem 3 zu viel ist, dann sagst du, ich tue heute 1 Person ansprechen. Ich schaue, was dann. Wenn man nichts macht oder wenn man quasi so ein bisschen wie gelähmt ist, ist es natürlich, dann bewegt sich einfach auch nichts. Oder? Und das andere ist halt, also es ist schade, wenn man die Hoffnung verliert, dann ist ja quasi wie alles verloren. Oder? Also das sollte nicht passieren. Sondern dass wir ja, Hoffnung in dem Sinne, dass sich etwas tun kann. Und wir haben Beispiele aus der Geschichte, aus der Weltgeschichte, dass sie auch Sachen können enorm bewegen können. Also Bürgerrechtsbewegung, zum Beispiel Frauenstimmrecht. Und eben jetzt, was wir jetzt im Moment haben, dass auch politisch sehr viel geht. Und ich denke auch, das habe ich auch so schön gesagt beim David, ich glaube, dass wir wirklich gewinnen, dass das absolut vorstellbar ist, der Pelzimportverbot. Mein ein Teil des Weges ist, wenn man die Leute anfängt anzusprechen. Das ist ein möglicher Weg. Oder, so. Oder eben, wir haben ja da so schöne Plakate. Und dann, wenn die hängen und so, dann wenn die Leute das sehen. Okay. Ich habe da noch etwas zum Mindset, aber ich würde sagen, das ist etwas, was ihr daheim machen könnt. Einfach euch, wenn ihr euch selber fragt, was ist so meine Grundhaltung, was sind so meine Überzeugungen, wie ich Aktivismus betreibe. Da könnt ihr euch so ein paar Notizen machen. Und die zweite Frage ist, so, welche grundhaltigen Bezüge würde ich mir wünschen, so in Zukunft? Das wäre etwas, was ihr dann könntet da selbstständig noch bearbeiten. Weil ich würde gerne so ein bisschen in die Praxis übergehen. Das sind ja die Werkzeuge von der Gesprächsführung. Der erste Teil ist die gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg. Ich hatte dort schon Kurs besucht, also nicht bei ihm persönlich, aber schon bei Schülerinnen. Und ich habe da so ein bisschen wesentliche Sachen mitbekommen. Klar ist jetzt, das ist mir auch noch wichtig, zu sagen, klar, du sprichst ja, das ist nicht ein einfaches, normales Gespräch, sondern du gehst auf jemanden zu und tust ja etwas kritisieren, anprangern, ächten. Und darum ist die Situation natürlich nicht das Gleiche. Wie wenn jemand kommt und zum Beispiel Sorgen mitteilt und du versuchst jetzt, die Sorgen noch ein bisschen anzuhören und versuchst dann so ein bisschen das zu fördern, das Gespräch, dass es eine vertrauensvolle Beziehung gibt zum Beispiel. Und darum sage ich nur, man kann vielleicht Elemente daraus herausnehmen. Und vielleicht situativ, je nachdem kann man mal so etwas einbringen. Ich habe jetzt hier eine Übung. Auf der nächsten Seite. Unten seht ihr, wenn ich A sehe, dann fühle ich B, weil ich C brauche. Deshalb möchte ich jetzt gerne D. Und jetzt, was ich gerne mit euch machen würde, das ist jetzt so eine Einzelübung gerade, dass ihr versucht, stellt euch vor, ihr möchtet jetzt eine Pelzträgerin oder Pelzträger ansprechen auf der Straße und ihr versucht es mal auf die gewaltfreie Kommunikationsart. Ihr steigt einmal so ein. Ich sage euch ein Beispiel. Hey, ich sehe, du trägst 8 Pelz. Vielleicht nicht die glücklichste Formulierung, aber ich sage jetzt einfach mal so. Wenn ich das sehe, merke ich, tut mir das sehr weh. Und ich habe das Bedürfnis, das nicht müssen, zu sehen, das Leiden, das Tierleiden, das ich einfach wahrnehme, wenn du trägst. Das bist du dir vielleicht nicht bewusst. Darum hätte ich ein bisschen, du könntest den Pelz einfach wirklich wegnehmen. Die Jacke kannst du ja behalten. Und dann machst du nicht mehr Werbung für die Qual. Das wäre jetzt so eine Formulierung, die ich mir vorstellen könnte, als Einstieg. Und dann gesehen, da hat er die 4 Elemente angesprochen. Oder Beobachtung, dann das Gefühl von euch
euer Bedürfnis und dann einfach die Bitte. Und jetzt habt ihr da Platz, den nächsten Abschnitt, wo ihr mal versucht, so eine Formulierung nach der gewaltfreien Kommunikation. Und dafür habt ihr unten so eine Liste von Bedürfnissen und von Gefühlen. Und zwar müsst ihr natürlich die unerfüllten Bedürfnisse, Gefühle von der unerfüllten Bedürfnisse anschauen, weil es ist ja kein erfülltes Bedürfnis, wenn ihr so Pelzträger seht, oder? Sondern ihr müsst dann aus dem heraus etwas nehmen. Vielleicht habt ihr, es ist natürlich eine unvollständige Liste, vielleicht habt ihr eigene Worte, die jetzt nicht da vorkommen. Versucht doch so in 2-3 Minuten, wenn es geht, mal so einen Satz zu formulieren. Wie mein Beispiel von vorhin. Und vielleicht hören wir nachher mal so ein paar, die wollen, können nachher so ein bisschen erzählen. Wenn euch jetzt etwas in den Sinn kommt und findet, das würde ich nachher der Gruppe gerne erzählen, dann wäre das super. Okay, so 2-3 Minuten. Wenn ich Echtpelz sehe, macht mich das extrem traurig. Mein Bedürfnis ist, dass es allen Tierchen gut geht, weil ich sie lieb habe. Bitte kauf nie mehr Pelz. Ich sehe, du trägst Pelz. Mir tut das extrem leid, dass du nicht weißt, was für ein Leid da dahinter steht, wie die Tiere gehalten sind, wie die leben müssen, bis sie gemetzelt oder getötet werden. Ich würde mir so sehr wünschen, dass du dich auch schützt vor dem Leid, das du da den Tieren zufügst, dass du dir dieser Ausbeutung bewusst wirst. Meine Bitte wäre, trägt doch den Pelz nicht mehr und setzt so ein Zeichen, das andere auch wahrnehmen. Hey du, wenn ich Kleidung mit Echtpelz sehe, dann fühle ich mich echt bestürzt, weil ich mir eine Welt ohne unnötiges Leid wünsche. Und darum möchte ich dich bitten, lieber keine Pelzprodukte mehr zu kaufen und sie auch nicht zu tragen. Ja. Also darf ich dich etwas fragen? Weißt du, dass du Echtpelz trägst? Ich sehe halt, dass es echt ist und muss dann direkt an die Bilder aus den Pelzfarmen denken. Das macht mich sehr wütend und hilflos, weil ich weiß, welche Industrie wir damit unterstützen. Ich hatte jetzt das Bedürfnis, dir das mitzuteilen, wie schlimm es jedes Mal für mich ist, mir diese Pelzkrägen anzusehen. Danke für die Beiträge. Es ist sehr berührend, wie auf verschiedene Arten etwas ausgedrückt wird. Und also mich berührt das gerade sehr, so, was ich jetzt nur schon die paar Sätze. Und dass es sehr auch inspirierend kann sein für einen selber, sich weiter zu überlegen, wie kann ich etwas ansprechen. Und klar, gewaltfreie Kommunikation, das ist ein Lebensprozess. Also, ich meine, ich habe das jetzt schon ein paar Jahre, übe ich das. Und ich weiß, dass ich noch vieles noch lernen muss. Und dass ich auch in dem Sinne noch nicht ideale Art haben, etwas zu sagen und dann eher vielleicht etwas verschärfen. Mich drückt aber nur das, was ihr schon gesagt habt, das ist sehr berührend. Und probiert das einfach aus, wenn ihr mögt. Schaut, wie die Leute reagieren. Natürlich muss einem selber wohl sein dabei, ist klar. Das ist die Voraussetzung, wenn man das machen will, dass man selber einfach in der Lage ist. Gerade mal, ich mache das jetzt, ich probiere es mal. Und wenn nicht, dann ist das auch okay. Wir haben so viele Möglichkeiten. Also nicht, dass ihr jetzt das Gefühl habt, ich gehe nachher aus dem Workshop raus und jetzt muss ich, sondern es ist einfach so eine Inspiration sein und einfach für die eigene Entwicklung soll es gut tun. Eine Möglichkeit, und das ist Idiolektik, wir haben ja den Dialekt, das ist Gruppensprache, und dann haben wir auch noch die Idiolekt. Und die Idiolekt, das ist von David Jonas, das ist ein Arzt und Therapeut. Und er hat festgestellt in seinen Psychotherapiesitzungen, dass er manchmal nicht weiterkommt mit seinen Patienten. Und er hat dann angefangen, sich literarisch weiterzubilden und hat dann gemerkt, dass zum Teil Dichter und so viel, viel einen besseren Zugang haben zu der Bevölkerung als vielleicht ein Psychologe mit seiner Fachsprache. Und dann hat er gemerkt, okay, ich glaube, ich muss weg von dieser Fachsprache und muss vielleicht weniger Fachchinesisch reden, sondern mehr einfach die Sprache vom anderen reden. Und die Sprache vom anderen ist schlicht und einfach und benutzt das Wort, das der andere hat. Das ist einfach etwas, was man sich sehr einfach mal merken kann. Natürlich dahinter hat es noch andere Sachen, aber für heute ist es lange, wenn wir wissen, manchmal kann man einfach nur wiederholen, was der andere gesagt hat. Und einfach mal warten, was er dann sagt.
Und dann kann man sich überlegen, zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich tue nur spintisieren jetzt, gell? Ich wiederhole, ah, es ist dir scheißegal, wie es mir geht. Und ist dir auch scheißegal, wie es dir Tier geht? Kannst du dann vielleicht, dann könntest du ein bisschen sokratisch noch einsteigen, also weiterführen. Und schauen, was passiert jetzt. Und ich weiss, es ist etwas, wo man muss, die Flexibilität, die kann man sich ein bisschen antrainieren, indem man sich hineinbegibt, eigentlich in so Situationen. Und ich sage jetzt nochmal einen Trick, das ist etwas, was ich merke, was ich probiere. Um Hemmungen zu verlieren, fremde Leute anzusprechen, mache ich Folgendes zum Beispiel. Gestern Abend, ich bin heim, ich fahre ja mit der ÖV in der Regel. Und vis-à-vis ist eine junge Frau gesessen mit einem wunderschönen Ring. Wunderschönen Ring, ich habe noch nie so einen Ring gesehen. Mit so, ich glaube, Rosé-Gold und Silber gemischt, also unbeschreiblich. Und dann habe ich einfach gefragt, du trägst einen wunderschönen Ring. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn man mal, man ist ein bisschen weg vom Pelz und versucht einfach auf einem Nebenkriegsschauplatz seine Gesprächsfähigkeit zu üben. Also, dass man wie, und das ist auch etwas für den Aktivismus generell, finde ich, noch positiv, wenn man so seine Eloquenz ein bisschen und auch die Hemmschwelle versucht, abzuschubben, indem man einfach wildfremde Leute situativ, oder man kann ja schauen, was ist die Situation, und dann einfach auf die Situation eingehen. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Ich habe auch jetzt auf den Pelz bezogen, zum Beispiel jemand mit dem Hund, der hat gesagt, genau so muss man Pelz tragen. Dann hat die Person so lachen, oder? Die hat nicht Pelz getragen, aber und dann haben wir geredet über Pelz, und haben gesagt, ja, dass das nicht richtig ist und so. Und die war auch einverstanden, die Person. Dass man einfach so, ein bisschen so Schauplätze mal sucht, weg vom Aktivismus, so, wo es ein bisschen neutraler ist. Kennen Sie den Kairos? Also es gibt ja, der Kairos ist ein Gott aus der griechischen Mythologie. Und der Kronos war ein Titan. Der Kronos kommt ja von Chronologie, also der war für Zyklen zuständig, für Zeitabläufe. Und wir wissen, wenn wir Gelegenheiten vergehen, wenn wir so Entscheidungen, wo wir, eigentlich haben wir uns etwas vorgenommen, dann machen wir es aber nicht, dass das dann auch chronisch kann werden kann. Also Chronos, chronisch, und dann ist das negativ schädlich. Dann gehen wir wieder in die Pathogenese. Und der Kairos ist eine ganz interessante Gottheit. Der hat nämlich vorne einen Schopf. Und der zieht immer wieder an dir vorbei. Und deine Aufgabe wäre, an diesen Schopf rechtzeitig zu packen. Also den Kairos zu heben. Und der Kairos, das ist der Gott von der Gelegenheit. Und es gibt in der Psychologie den Fachausdruck Kairosphobie. Also wenn du nicht Entscheidungen magst fehlen, dann hast du Kairos, also dann kann es sein, dass du Angst hast, Entscheidungen zu fehlen oder Verantwortung zu übernehmen. Und das wäre dann eben, der Kairos zieht immer wieder an dir vorbei. Und dann wird es chronisch. Und der Kronos hat zwar schon auch gute Eigenschaften, aber in gewissen Sachen wäre gut, wenn man mal ein bisschen wegkommt vom Chronischen. Und versucht dann mal etwas zu ändern. Und das wäre zum Beispiel das ist eine schöne Sache. Oder? Oh, du siehst etwas und du kriegst einen kleinen Input und schaust schon mal, was passiert. Ja, ist natürlich alles leicht. Wir sind jetzt im Glashaus, gell? Aber ich versuche es auch ermutigen im Sinne von, ja, ich meine, ich habe auch nicht immer positive Reaktionen erlebt und so. Und ich kann mir natürlich auch hinter sein, wie hätte ich es besser können machen. Aber das sind so Sachen, wo mit denen musst du, ja, es ist nicht einfach. Also ich gebe es zu, von denen her. Aber das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, mal jemanden Fremdes ansprechen, einfach in der Situation. Jemand liest ein Buch, du kannst fragen, was essen sie, und dann redest du mit dir, und dann hast du wieder so ein bisschen Gesprächsfähigkeit ein bisschen eingeübt. Oder? Und jetzt die Übung wäre so, eben wie gesagt, ich könnte ein bisschen umgehen, umbewegen, und ich habe gedacht, wir könnten so eine Viertelstunde, sagen wir, jeder etwa 7 Minuten, tut das Haus beschreiben. Das ist da, die Übung ist gerade da, vor dem sokratischen Gespräch. Und zwar, das Haus muss nicht ein echtes Haus sein, es muss nicht eure Wohnung sein und so, nicht euer Zimmer. Es darf auch völlig fiktiv, es darf auch ein Schloss sein, eine Villa, darf auch. Und der Erzähler, die Erzählerin erzählt von dem Haus, und der, der befragt, der tut einfach nachfragen. Ich sage euch ein Beispiel. Mein Haus ist hoch, also gross, 3 Stockwerke.
Und es hat, die Türen ist aus Holz. Und ja, das ist mal das Erste, was ich sage. Wir sagen jetzt, das kann der andere wählen. Ja, erzähl mal etwas über die drei Stockwerke. Oder erzähl etwas mehr zu deiner hölzernen Tür. Wenn ihr das Gefühl habt, jetzt die hölzerne Tür ist, also, hat so etwas bei euch angeklungen, dann geht auf das. Und wenn ihr das Gefühl habt, die Tonalität von diesen drei Stöcken war etwas höher, dann geht ihr auf das. Also ihr fragt eigentlich nach und benutzt die Eigensprache des anderen. Und geht weiter ins Thema. Das ist eine kleine Übung. So. Das macht man häufig noch in den Dialektik-Sessions. Du darfst noch gerne über Häuser und Bleistift erzählen. Das ist eigentlich interessant, wo man überall landet am Schluss. Ist gut, immer das Zweite. Ihr dürft euch da rein um. Ich würde euch empfehlen, zu laufen. Ihr könnt auch im Gang raus sein und ihr könnt auch an die frische Luft raus, wenn ihr wollt. Einfach so am, ja, sagen wir um 20 ab 3 wieder zurück. Ist es so jetzt noch kurz rückmelden, wie ist es euch gegangen, wenn jemand etwas kann sagen dazu, was endlich noch etwas festgestellt hat, jemand dazu zu dieser kleinen Übung, wie es euch gegangen ist, als Zuhörende und, oder als Erzählende? Ja. Als ich den Pelzsäger gespielt habe, war recht auffällig, dass wir haben es mehrmals gemacht, aber das eine Mal, wo wir wirklich mega bewusst auf das Wiederholen gegangen sind, habe ich mich, obwohl sie noch gespielt haben, schon viel wohler gefühlt im Gespräch. Mhm. Obwohl ich ja absichtlich mega die defensiv, also ich habe wirklich so den Assi-Pelzsäger gespielt. Aber es hat wirklich so auch eher viel mehr Möglichkeiten gegeben, um das Gespräch irgendwie auszuweiten. Mhm. Und wir sind viel weniger hängen geblieben jetzt nach dem. Mhm. Okay, also hast du positiv erlebt? Ja. Das war Wiederholung einerseits, aber auch das Fragestellen, weil das auch wieder so eine Wertschätzung ist für die anderen. Mhm. Oder? Auch wenn ich das eigentlich gar nicht wüsste, aber wenn ich dich frage, so, ja, woher hast du denn die Info? Oder wie kommst du auf das? Oder so, dann, und das machst du auch amix. Mhm. Oder du gibst ihnen wie einen Raum, du nimmst sie ernst. Und das motiviert sie, um auch dich ernst zu nehmen. Mhm. Oder? Dann, du sie nicht nur belehren, sondern du bist auch wirklich interessiert, was sie zu sagen haben. Das ist jetzt, was du gesagt hast, weil ich das gar nicht wissen will. Vielleicht ist das auch etwas, dann ist mir sicher in den Sinn gekommen, dass man wie nicht mit der Erwartungshaltung ins Gespräch geht. Ich möchte, dass die Person jetzt irgendwie lernt, also den Pelz abnimmt oder keinen Pelz mitträgt, sondern man wie für sich selber sagt, ich benutze jetzt alle diese Personen als mein Studioobjekt, um möglichst viel herauszufinden über Pelzträger, um mehr und mehr können, die Anti-Pelz-Bewegung liefern quasi. Wie vorhin gefragt worden ist, wie viele Leute wissen es wirklich, dass man wie, wenn man es so als Studie anschauen würde, dass man dann auch sich besser abgrenzen kann. Mhm. Und dann eben wirklich wissen will. Und dann ist es vielleicht auch ein ehrlicher und dann fühlt sich die andere Person vielleicht auch weniger angegriffen. Ja. Weil man spürt ja das irgendwie schon, ob die andere Person einfach etwas appelliert mit einem Ziel oder ob sie wirklich interessiert ist. Mhm. Danke, ja. Für ein Statement. Es ist noch Statements gerade. Gut so. Sokratiker. Machen wir gerade noch Sokratiker. Da gibt es so einen Witz. Vor Sokratiker kommen, die können natürlich eigentlich gar nicht kommen. Und Sokratiker fragen, wie die gibt es ja dann gar nicht mehr. Aber es ist der Witz, eben vor Sokratiker sind alle, die vor Sokrates gelebt haben, Philosophen. Und die fragen Sokratiker, warum müsst ihr immer nachfragen? Und was machen Sokratiker? Ja, warum sollen wir nicht? Und das ist, also sie sind immer in dieser Spirale drin. Und sokratische Gespräche finde ich schon auch noch gut. Wir haben ja vorher schon etwas gehört. Eine Möglichkeit ist, das finde ich jetzt ein super Beispiel, das wir immer wieder aufgreifen können. Wo Nina erzählt hat, du steigst mit dem ein von der gewaltfreien Kommunikation. Du erzählst, was du beobachtest, wie es dir geht, was du eigentlich für Bedürfnisse hast und formulierst ein bisschen. Und dem anderen ist es wirklich pappigleich, oder? Wie es dir geht und so. Und eine Möglichkeit, eben das idiolektisch aufgreifen und sagen, und dann vielleicht umlenken auf dir. Ja, ist es bei dir, ist es für dir auch nicht auch scheissegleich? Und dann, wenn er findet, ja, dann könntest du sokratisch nachfragen mit, ja, warum ist dir das dann gleich? Und dann schauen, was passiert. Es ist ja immer ein bisschen Anentasten auch, oder so.
in dieser Art von Gesprächsführung. Schauen, was zurückkommt. Da habe ich auch ein bisschen so ein paar Theorien dazu, also Informationen aus Wikipedia. Dort hat es immer so ein bisschen gute Zusammenfassungen. Ich habe eigentlich da auch noch eine Übung gedacht. Ich muss jetzt ein bisschen fragen, wegen dem Zeitpunkt her, was ihr überhaupt alles noch mögt. Ich bin jetzt so in der Verlegenheit im Sinn, sollen wir noch abschliessen bis zu der Spieltheorie? So kurz. Wollt ihr die Übung auch noch machen mit dem Sokratischen? Oder anders gefragt, kennt jemand die sokratische Methode nicht? Hat jemand noch nie gehört von der? Und würde ich gerne. Du hast noch nicht gehört. Du hast auch noch nicht so gehört. Okay. Oder bei der sokratischen Methode durch Sachen in Frage stellen. Der Sokrates, als ein sehr bekannter Philosoph aus Griechenland, aus dem antiken Griechenland, hat so, es hat immer so ein bisschen die Hebammenkunst. Du tust dich als naiven Zuhörer quasi geben und tust Sachen in Frage stellen. Es gibt so Dialoge, wo du auch kannst nachlesen kannst, auch im Internet. Zum Beispiel, wo der Sokrates fragt, du, was ist für dich Tapferkeit? Ich habe jetzt das auch einfach mit Mut da angeschrieben. Und der andere erklärt das und der Sokrates fängt an, das in Frage zu stellen, die Definition von dieser Person. Und irgendwann einmal kommt die Person, die Befragte, zu der Erkenntnis, du, ich merke gerade, ich habe gar nicht so eine richtige Vorstellung von Tapferkeit und merkt, ich weiß wirklich zu wenig darüber. Ich habe gemeint, ich wüsste zwar, aber ich habe doch zu wenig. Und der Sokrates hat versucht, mit seiner Art von Gespräch den anderen so hinzubringen, dass er merkt, du, ich habe mir eigentlich noch nie darüber Gedanken gemacht. Und jetzt eben auf den Pelzaktivismus wäre das Ziel, dass man schaut, wo sind bei dieser Person Unklarheiten, wo sind noch eigentlich Fragen, die die andere Person nicht als Frage hat, sondern du versuchst, dieser Person mit Fragen zu entladen. Dass plötzlich die andere Person denkt, das ist echt Pelz. Oh, das habe ich übrigens auch schon erlebt, dass eine Person gesagt hat, das habe ich nicht gewusst, dass das ein Tier ist. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, aber gut, das habe ich einfach als Reaktion schon erlebt. Und ich glaube, es war wirklich echt, die Reaktion. Oder, dass dann, ja, weißt du, was dahinter ist, hinter der, und schauen, was der andere sagt. Ja, findest du das richtig, dass man das macht? Ja, brauchen wir den Pilz wirklich? Und so und so. Und ich merke dann auch, dass häufig der andere dann nicht mehr weiss, sagt, ja, mir gefällt es jetzt. Ja, aber kann dass es einem gefällt, das Kriterium sein, dass man das Leben tut vernichten, nur weil es mir jetzt gefällt. Also man darf mit so, das sind so Fragen, wo der Sokrates so ein bisschen provozierend reingebracht hat. Hey, mach dir doch mal Gedanken darüber. Hast du eine Vorstellung, und dann geht es in die moralische Vorstellung, bei uns geht es in die moralische Richtung rein. Wir möchten die Moralvorstellung von dieser Person, dass sie hinterfragt. Dass sie wirklich das ja, in einen richtigen Kontext steht. Es gibt übrigens gute Filme, man kann auch vegan aktiv Zürich, muss man das eingeben, auch vegan aktiv Zürich, kann auf YouTube. Beef Street Interviews. Gut. Also, wenn ihr dort noch ein so Beispiele bräuchtet, also zu der Spieltheorie, kennt das jemand von euch? Noch nicht. Also, es ist auch da wieder ein bisschen zusammengefasst, es kommt aus der Mathematik. Vielleicht zeigt euch der Film A Beautiful Mind etwas mit dem. Wer spielt dort wieder? Es geht um den John Nash. John Nash heisst er, glaube ich. Und er ist Mathematiker und er entwickelt eine Theorie auf der Grundlage von dieser Spieltheorie, wie man. Es geht um Interaktionen. Und Spieltheorie ist ursprünglich wirklich, kommt aus der Spiellehre. Im Sinn, da hat es Leute gehabt, Mathematiker sind das gewesen, die haben angeschaut, wenn ich Schach spiele zum Beispiel, was gibt es für Möglichkeiten und welche Züge sind optimal. Wie muss ich mich verhalten beim Schachspielen, damit ich möglichst gewinne? Die haben also verschiedene Spiele angeschaut. Und dann haben sie gemerkt, ja, Moment, im Leben, im Alltag, ist das eigentlich auch wie ein Spiel, wie wir uns zueinander verhalten. Dann haben sie gemerkt, ja, das kannst du im Wirtschaftsleben anschauen. Da hat es auch Beziehungen. Du kannst das in der Biologie anschauen. Da geht es auch um Beziehungen. Du kannst das eigentlich auf alle Felder. Und es gibt da, also, die Spieltheorie ist eine Ansammlung von Methoden, von Analysen, muss man sagen. Es ist keine einheitliche Theorie oder so, sondern es sind verschiedene Ideen dahinter und Darstellungen, die man verwendet. Es gibt zum Beispiel die statischen Spiele, das heisst, wo alle gleichzeitig agieren.
Ich sage euch ein Beispiel. Da gibt es zwei Personen, die sind mit dem E-Bike unterwegs, also möglichst umweltfreundlich. Und die gehen also da einen neuen Weg entlang, die kennen das noch nicht. Und sagt, machen ab, wenn sie sich verlieren, treffen sie sich einfach am nächstgelegenen Ort. Also jeder von ihnen hat eine Landkarte und kann dann schauen, wo ist der nächstgelegene Ort. Und wie es so ist, Murphys Gesetz gibt es doch da, oder? Wenn etwas Schlimmes muss passieren, dann passiert es, oder? Sie verlieren sich. Beide schauen auf die Karte und sie merken, oh Mist, dort wo ich bin, gibt es zwei Orte, sind aber beide gleich weit entfernt. Jetzt weiss ich aber nicht, was der andere nimmt, welcher Ort. Ich habe zwei Möglichkeiten und der andere auch. Und jetzt ist eben die Spieltheorie, die versucht jetzt zu analysieren, welche Entscheidung sollte ich treffen und kann ich vielleicht treffen, dass ich möglichst das, also dass es zu einem Erfolg führt. Also in dem Moment wäre der Erfolg, dass ich den anderen wieder treffe. Beim ersten Zug, oder? Ja, sonst gibt es noch jenste Probleme. Und das sind so ein bisschen Analyseverfahren. Was es auch gibt, sind die dynamischen Spiele. Das heisst, ich mache einen Zug, der andere macht einen Zug, hin und her. Das ist dann nicht statisch, wo beide gleichzeitig müssen handeln müssen. Und dann gibt es noch ein andere Ableger. Und bei dem ist es so, es gibt Modelle, das ist auch ein bisschen zusammengefasst, das könnt ihr dann zuhause in Ruhe noch mal lesen. Man hat kooperative Strategien analysiert und nicht kooperative Strategien. Also es gibt dann auch so Momente, Spielsituationen, wo man etwas gegen den anderen machen muss. Oder es gibt Spielsituationen, wo man muss miteinander machen muss. Oder was passiert, wenn ich in einer Spielsituation gerate? Ich verhalte mich kooperativ, aber der andere nicht. Und umgekehrt. Das gibt es ja dann, wenn ich nicht weiss, wie der andere sich verhalten wird. Und das ist die Situation, die wir ja haben. Wir haben ja eigentlich eine ganz blöde Situation. Wir sprechen ja jemanden an, wo wir wissen, das ist keine gute Situation. Ich tue jetzt den anderen so ein bisschen anpöbeln, sozusagen. Oder? Und das ist ja kein gutes Ding. Und ich habe verschiedene Theorien angeschaut und ich habe gefunden, Tit for Tat heisst die eine. Das ist eine Strategie, wo man hat das mit Computermodellen gemacht. Und die funktioniert so, man hat also die kooperativen und nicht kooperativen Strategien laufen lassen. Und man hat dann festgestellt, zum Beispiel, wenn der eine immer kooperativ ist und der andere immer nicht kooperativ, dann ist natürlich der Verlierer der, der immer kooperativ ist. Der schaut immer rein, oder? Und der andere, der sackt den grösstmöglichen Gewinn ein. Und das ist eine ganz blöde Strategie, wenn ich immer kooperativ bin, aber der andere nicht. Umgekehrt ist auch blöd, wenn ich nicht kooperativ bin und der andere auch nicht kooperativ, die ganze Zeit, dann verlieren beide. Und das ist auch ein bisschen blöd, weil das macht man nicht so gerne, immer verlieren, oder? Und da gibt es eine Strategie, die heisst Tit for Tat. Tit for Tat ist so, kommt aus dem Englischen, und heisst so anstupsen. Und Tit for Tat ist eine flexible Strategie. Sie ist kooperativ wie auch nicht kooperativ. Also sie wechselt nach Bedarf. Und die haben da auf dieser Seite, ich muss mal schauen, welche Seite, das ist das zweitletzte Blatt. Die Verhaltensweise da unten, da haben wir so eine grundlegende Reihenfolge von 1 bis 4. Jetzt ist es so, natürlich, ich gehe jetzt auf den Pelzträger bezogen, ich gehe auf die Person zu und ich spreche etwas an, das nicht so ein super Thema ist. Versuche aber freundlich das anzusprechen. Das heisst, ich tue mal grundlegend mal kooperativ sein und nicht gerade mit Beschimpfen. Ich versuche es einfach mal. Das wäre da, fange mit Kooperation an. Und dann schaust, verfolge, genau wie oft die andere Seite unfreundlich agiert, während du kooperierst. Also jetzt, ich habe den ersten Zug gemacht quasi, um freundlich etwas ansprechen und schaue und warte jetzt, was macht der andere. Das ist jetzt sein Zug. Wenn er freundlich kooperiert, also wenn er sagt, ja, du hast eigentlich recht, im Prinzip ist es wirklich Mist, ich kann, geht davon aus, dass jetzt die Person so einsichtig ist, oder? Dann tust du weiter kooperieren. Dann sagst du, ja, ich fände es gut, wenn der Pilz abzieht. Also ich tue jetzt so reden, gell? Ich möchte eigentlich, dass der andere den Pilz abnimmt. Oder? Und ich sage nicht nur, kauf bitte keinen Pilz mehr oder so, sondern tu doch den Pilz jetzt abnehmen und kauf keinen Pilz mehr. Und jetzt nur, wenn er kooperiert, dann macht er das jetzt. Und zieht es ab und gibt es mir und ich kann es nicht sorgen. Das wäre natürlich der optimale Weg. Der andere ist unfreundlich und wir haben ja heute ein paar Beispiele jetzt gehört.
Wie zum Beispiel, wenn der andere, hey, das ist mir so scheisse gleich deine, und das ist deine Meinung. Und, oder? Okay, dann muss ich jetzt kontern. Also das heisst, ich kann jetzt nicht mehr kooperativ weitergehen. Wenn ich kooperativ weitergehe, verliere ich. Also dann habe ich ganz verloren. Also versuche ich mit einer, nicht unfreundlich in dem Sinn, aber ich tue jetzt etwas entgegenhalten. Zum Beispiel sagen, wenn er sagt, das ist deine Meinung, sage ich, ja, Moment, es geht ums Tier. Und es geht nicht in dem Sinne um meine Meinung. Ich sage jetzt, ich erfinde jetzt einfach etwas. Oder? Es geht nicht um Meinungen, sondern es geht um Leben. Von mir, also es gibt vielleicht bessere Formulierungen. Wie siehst du das? Zum Beispiel, oder? Das wäre sokratisch. Und dann aus dem aus, also du musst wie etwas entgegenhalten und entkräften, was der andere jetzt bringt. Das wäre Tit for Tat. Schauen, wie reagiert er und dann entsprechend dann handeln. Da seht ihr einfach so, das ist der grundlegende Ablauf. Und auf der nächsten Seite haben wir vier schöne Eigenschaften, die Tit for Tat beschreibt. Tit for Tat ist klar, also hat eine klare Haltung. Nämlich, ich bin so lange kooperativ, solange der andere auch kooperativ ist. Ich bin dann unkooperativ, wenn der andere auch nicht kooperativ ist. Tit for Tat ist auch nachsichtig. Das heisst, jetzt ein Beispiel. Der andere sagt immer wegen der Meinung und ich sage, nein, im Moment, es geht doch um Tier und Leben. Das hat nicht mit persönlichen Meinungen zu tun. Das ist etwas Universelles. Und ich fände es sowieso wichtig, dass Tiere auch das Grundrecht haben und. Da könntest du noch ein bisschen erklären. Oder man könnte eben sokratisch, wie der Davis gesagt hat, könntest du zurückfragen, ja, wie siehst du das, wäre es nicht, wenn man das Tier könnte verschonen? Sollte man es nicht verschonen? Oder vielleicht kann man etwas Besseres formulieren, aber wenn man das, was mir gerade in den Sinn kommt. Und jetzt sagt der andere, ja doch, du hast recht. Dann würde ich wieder kooperieren. Dann müsste ich nicht mehr kontern in dem Sinn. Oder? Das ist Tit for Tat. Also nachsichtig heisst, ich tue mir jetzt das alles, was vorher war, quasi nachsehen. Ich tue das nicht mehr nachträglich nachtragen. Eben, so. Also ich bin auf der aktuellen Situation bleibe ich und gehe weiter. Nettigkeit, Tit for Tat ist absolut nett, aber eben provozierbar. Also das heisst, eben, wenn der andere unkooperativ ist, dann reagiere ich entsprechend. Ich bin aber auch provozierbar. Das sind eigentlich so Grundlagen von Tit for Tat. Ich habe letztens von einer besseren Strategie gehört, aber ich muss euch sagen, ich weiß noch nicht Bescheid. Also, ich habe es noch mal gesucht, ich finde es gerade nicht. Ich muss mich zuerst einlesen. Und scheinbar gibt es noch mal eine Strategie, die man herausgefunden hat, die sei sogar besser als Tit for Tat. Aber ich weiß im Moment nichts Besseres als das. Darum habe ich jetzt das einmal reingenommen. Die anderen kenne ich, die habe ich nur mal so nebenbei. Und ich werde sicher mal, kann ich mal etwas posten oder so, oder euch schicken, dann, wenn ich mehr erfahre. Und vielleicht ist das etwas, wo man wirklich im Alltag auch brauchen kann. Das sind einfach so eben Strategien, die man sich für den Aktivismus überlegen kann. Wie gehe ich vor, oder? Generell, wenn ich etwas will, raustragen. Wenn ich mit jemandem interagiere. Das ist jetzt dann nicht der Fall, wenn ich jetzt ein Statement gebe. Wie zum Beispiel jetzt Dina vorher gesagt hat, wenn man sagt, hey, zieh deinen Pelz ab, mach keine Werbung mehr. Ich gebe einfach etwas raus, aber ich gehe nicht in Interaktion jetzt. Und wenn du in Interaktion gehst, versuche mal, die Tit for Tat Strategie anzuwenden. Mit Hilfe von diesen Werkzeugen von vorher, von diesen drei Teil sokratisch, dialektisch und gewaltfreie Kommunikation.